Hallöchen, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von A Link to the Past. Unserem wundervollen Spielchen mit dem lieben Helden Link, der hier herumgeistert auf der Weltkarte. Also, auf der Overworld. Also, der hier herumgeistert, mit dem wir nun auf dem Weg sind, uns auf in Richtung Heiligenhain, verbotenen Wald zu machen. Denn in diesem verbotenen Wald finden wir das Masterschwert, hoffentlich zumindest, mit dem wir nun den bösen Zauberer Agani besiegen wollen. Es hat ja geklappt beim letzten Part tatsächlich mit der wundervollen Phrase Cam und deswegen werde ich es erstmal so beibehalten. Sagt mir doch bitte, falls überhaupt einer das guckt, ich meine, ein paar Aufrufe habe ich, glaube ich, bei dem Projekt, ob das gut ist, ob es schlecht ist oder ob es eher so mittel ist. Sagt es mir bitte, dann gehe ich auf die Kritik ein. Und werde es am Ende vollkommen ignorieren, weil es mir persönlich mit Facecam gefällt. Kann ich wieder schön Grimassen schneiden? Ich mag Grimassen schneiden. Grimassen schneiden ist toll. Ich habe nur dieses blöde... Das Problem, dass halt meine Lampe immer zu sehen ist. Und die ist halt immer mitten in der Kammer, weil die halt direkt über mir ist. Über meinem Schädel. Ja, sag mal, leck mich doch am Arsch. Immer in meinem Schädel ist die Kamera. Und da ist das Problem halt, dass die Kamera... ja, halt immer so überblendet wird. Durch das Licht. Zum Fick geht's hier raus. Ich komm so gar nicht raus hier, kann das sein? Nope. Ich bin hier reingesprungen. Ach du Schande. Wie komme ich dann auf diesen Berg runter? Komme ich noch mal runter? Es gibt doch keinen anderen Weg hier runter. Ich muss doch durch diese Höhle gehen. Aber die Höhle ist eine Sackgasse. Und irgendwie trifft mich jeder einzelne Stein hier. Ich bin gerade hochgradig verwirrt und dieses Gepiepse macht sich besser. Wie komme ich hier nochmal runter? Berg. Kacke. Also hier sind wir mit dem Alten. Hier sind wir dem Alten begegnet, an dieser Stelle. Und irgendwie muss es doch einen Ausgang geben. Es gibt doch mehr als nur diesen einen Ausgang. Ich kann mich beim besten Willen nicht daran erinnern, dass der Ausgang... Boah, scheiße. Ja, okay. Aber wie komme ich denn jetzt hier runter? Was? Ich sterbe vor allem gleich. Das ist das Beste daran. Ah, dieses Gefiepse ist nicht zum Aushalten. Ich so gut verstanden die Folge und dann geht so den Bach runter. So eine Kacke. Aber auf, halt die Klappe. Auf zu pieksen. Ich weiß, dass ich tot bin. Fast. Werd noch sterben und ich sag's euch, oh Gott, ich habe die immer noch nicht besiegt da drüben. Wo muss ich denn hin? Ich hab Sorge mal, bin ich blöd? So, der Typ verschafft uns Erholung. Ja. Und dann? Kommen wir vom Berg nicht mehr runter, oder was? Hä? Nee, warte mal. Gab's da noch einen zweiten Weg, da bin ich mir sicher. Ich suche den mal ganz kurz. Ich glaube, da muss ich hier lang gehen. Haha! Was ich mir dabei gedacht habe, bin einfach runtergesprungen, obwohl ich hier lang muss. Ja,
gut und professionell, wie sich das gehört. Für so einen wahren Strubbi. Aber wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Gleich finde ich den Weg wieder. Ja, ja, hier ist es. Okay, gut. Gut, gut. Gut, Knut. Alles gut. Wunderbar. So. Fledermäuse ignorieren. Perfekt. Kann ich am besten. Und da sind wir wieder. An der Oberfläche. An der frischen Luft. Da, wo wir hingehören. Und als Erste, was wir natürlich machen, so als erste Amtshandlung, ist in den verbotenen Wald zu gehen. Aber von Süden aus, also von Kakariko aus. Denn ich weiß gerade nicht, ich glaube, man kann ihn, ich glaube, man kommt sowieso nur von Kakariko aus rein, von zumindest hier. Ich glaube, da verwechsel ich ein bisschen mit der Link Between Worlds. So stark haben sie es ja nämlich nicht 1:1 übertragen. Den Eingang und so, da bin ich mir zumindest relativ sicher. Aber egal, hier ist der verbotene Wald oder der verlorenen, die verlorenen Wälder und der nicht eingeschüttete Timer. Beide gehören unglaublich gut zusammen. Ich liebe sie beide. Und hier ist ein geheimes Diebesversteck. Uhuhuhu. Hey, du, was willst du hier? Das ist ein Geschenk unserer Diebesbande. Unerlaubt, das kannst du hier nicht einfach reingehen. Soll ich dir was sagen? Ein früheres Mitglied unserer Bande soll jetzt angeblich in der Wüste leben. Boah. Cool, und? Ja, da oben möchten wir hin. Kommen wir noch nicht hin. Vor allem, wie das der Typ da macht. Ich meine, der steht auch die ganze Zeit in einem Raum, aus dem er nicht mehr rauskommt. Ne? Das ist ihm vielleicht gar nicht klar. Vielleicht sollte ihm mal helfen oder sowas. Ich weiß es nicht. Ach ja, die verlorenen Wälder. Auch wieder so ein typisches Zelda-Element. Man, ja, gibt hier alle möglichen Wege und man kann sich ganz gut verirren. Finde ich sehr interessant. So, wir sammeln uns erstmal das Herzteil ein, denn wir erhöhen damit unsere Herzzahl um 1, weil wir einen komplett neuen Herzcontainer gebastelt haben. Mittlerweile stehen wir also schon mit 8 Herzen da und das ist jetzt gar nicht mal so wenig. Ich meine, vor allem wenn man bedenkt, wie schnell ich sterbe in diesem Spiel, dann ist das nicht so wenig. Und außerdem ist in dem nicht existenten nächsten Spielabschnitt zusätzlich noch der Schaden erhöht, den die Gegner anrichten. Deswegen wollen wir das, ja, beachten. Guck mal, wir haben das heilige Schwert gefunden. Not. Hier gibt es im ganzen Wald unglaublich viele quasi falsche heilige Master-Schwerter. Wir müssen das Richtige natürlich finden. Oh Gott, was bist du denn hier? Ein Spiel. Kleines Spielchen gefällig. 100 Rubine und du kannst eine Truhe öffnen. Versuch's einmal. Okay, ich versuch mein Glück. Nur zu, öffne die Truhe. Deiner Wahl. Oh, Baby, ein Rubin. Yeah, Hauptgewinn. Wir haben einen Rubin-Gewinn gemacht. Perfekt. Was für ein Idiot, ey. Hat uns einfach einen Rubin geschenkt. Spinner. Ich glaube, hier kommen wir wieder raus aus dem Wald. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen weiter drin bleiben im Wald. Das habe ich gut gesagt, oder? Und gehen deswegen mal hier entlängs. Was es nicht viel bringt, da wir hier schon waren. Haha. Gehen wir mal hier lang. Bist ein komisches Teil. Aber okay. Gut. Da kommen wir also scheinbar gerade nicht weiter bei den Dingern. Gab es noch mehrere Gänge? Ja, hier ist noch einer. Hier ist ein Dieb, der uns angreift. Beziehungsweise uns die ganze Zeit anrempelt und unser ganzes Zeug in den Bogenbogen hin und her schmeißt. Ich hasse das Arschloch. Verpiesel dich! Verpieseln so auch die! Gut, hat nicht geklappt so richtig. Wo müssen wir jetzt nochmal lang hier? Viel zu viele Wege. Hier ist noch ein Fake-Schwert. Alles Fake-Schwerter. Bringt uns nichts. Wir müssen natürlich den richtigen Weg finden. Ich glaube, hier sind wir schon mal auf der richtigen Spur. Aber irgendwas war doch. Ach ja, hier oben war ja dieses Spiel. Und hier drüben kommen wir raus aus dem Wald. Dann haben wir den falschen Eingang genommen. Dann erinnere ich mich richtig, es gibt doch mehrere Eingänge in den Wald. Und das hier ist einer der falschen Eingänge.
gewesen, den wir genommen haben. Wir müssen, glaube ich, den Eingang weiter links nehmen. Zumindest, wenn ich mich jetzt, wie gesagt, recht entsinne. Gott, diese scheiß Vögel geben mir auch auf den Keks. Bah. Gut, dann gehen wir erstmal wieder raus. Und suchen den nächsten anderen Eingang. Alter. Alter. Der wird durch uns durchläuft. Dem ich ja Troll. Gut, dann nehmen wir, wie gesagt, den anderen Eingang. Ich weiß nicht, ob der hier drüben ist oder ob er in der anderen Seite. Ja, er ist in Kakariko itself. Glaube ich zumindest. Viel zu lange her alles. Letztes Mal total viel Link Between Worlds gespielt. Da ist alles komplett anders aufgebaut. Das verwirrt mich. Ah, das Ding können wir nicht benutzen. Fuck. Aber hier ist noch ein Eingang, oder? Ja. Sehr schön. Oh, ich erinnere mich. Ah, hier sind wir richtig. Ja, ja, hier sind wir richtig. Locker. Easy peasy. Lemon. Schneezy. Richtig. Wir sie. Und. So. Diese blöden Wachen sind irgendwie auch immer ärgerlicher geworden hier. Gehen wir ein bisschen auf den Keks. Ich glaube, den Baum können wir anrempeln. Ja. Kriegen wir nämlich Leben. Man kriegt nämlich nicht nur durch Herzen Leben ein, man kommt auch durch Obstleben. So gehört sich das. Und hier sind wir wieder im verbotenen Wald oder in verbotenen Wäldern oder verlorenen Wäldern oder irgendwas in der Richtung halt. Wald. Wald ist Fakt. Und wir gehen hin und her durch jede Röhre einmal, denn sind alle Röhren zufrieden, weil wir mindestens einmal durch sie durchgegangen sind und können sich nicht beklagen. Wir ignorieren den Dieb da drüben, ignorieren die Mine da hinten, ignorieren dieses Fake-Schwert hier, gehen einfach mal weiter hier, ignorieren diesen Dieb ebenfalls und sind hier richtig, deswegen gehen wir nochmal kurz zurück. Weil ich nämlich eigentlich nochmal diesen Pilz mir holen wollte. Und der Pilz ist hier unten. Genau. Da-da-da-da. Dieser Pilz duftet nach süßen, verfaulten Früchten. Oh yeah. Süße, verfaulte Früchte. Mmh, lecker. Ah, den mache ich mir demnächst meinen nächsten Pilzauflauf. Pilzauflauf? Pilzsalat. Pilzpfanne, Pilzpfanne. Guck mal hier, und Tiere, überall Tiere. Und ich glaube, das ist auch ein Fake-Schwert. Definitiv. Strudel, ich bin es. Das Schwert Sahasrara. Ich kann es kaum glauben, dass du tatsächlich das Masterschwert errungen hast. Ich glaube, dass du mit diesem glänzenden Schwert die böse Macht des Zauberers niederschmettern kannst. Das Schicksal dieses Landes liegt in deinen Händen. Ich habe Vertrauen in dich. Geil. Und da wird's das Masterschwert. Seht es euch an. Wurm, Wurm, Wurm. Bestes Schwert ever. Wir schießen damit Laserstrahlen quasi. Strudel, Hilfe! Die Burgwachen dringen in die Kathedrale ein. Ja, gut. Das ist praktisch. Müssen wir also Zelda nicht mehr suchen. Die ist bei Arganim. Wissen wir jetzt. Macht's uns wesentlich einfacher. Dämlicher Dieb kann uns auch mal am Ohr schlägen. Ihr habt das Masterschwert, sag mal, das ist kein Schiss vor mir oder so? Ach, verdammt, ich habe die Fee eingesammelt. Ich hätte sie eher einfangen sollen. Ich meine, uns steht jetzt ein böser Bosskampf bevor. So, jetzt können wir Gegner aus der Ferne besiegen, ohne Munition verbrauchen zu müssen. Denn wir schießen einfach auf sie ein. Das Ganze funktioniert natürlich leider nur, solange wir volles Leben haben. Sobald wir getroffen werden, hören wir also auf mit diesen Laser-Schnetzeln. Aber bis dahin haben wir auf jeden Fall unseren Spaß mit dem Spiel. Hast du mir deine Flasche? Tut mir leid, deine Rest ist ausverkauft. Du hast mir deine Flasche bereits verkauft. Okay. Aber dann konnte ich ja noch irgendwo anders eine Flasche bekommen. Habe ich zwei Flaschen? Klar, ich habe zwei Flaschen. Na klar, ich habe mehr als eine Flasche. Die sind doch auf demselben Slot. Das ist das Problem. Sollte vielleicht mal... Die sind beide leer. Oh Gott, und die Frau entdeckt uns. Erkennt uns. Deswegen sollten wir da nochmal
Bogen drum machen. Gehen wir hier am Schmied vorbei. Der gar nicht... Doch, der ist hier oben, ne? Ja, gut. Guck mal, die Wache ignoriert uns. Sie ist von dieser friedlichen Stimmung hier vollkommen eingefangen. Und wir kommen hier gar nicht weiter. Denn hier kommt man nur in Link Between Worlds weiter. Ich hab mir die falsche Karte eingeprägt. Naja. Wir nehmen jetzt auf zum Schloss. Zum Schloss, zum Schloss, zum Schloss. Wir müssen nur einen riesigen Umweg laufen. So, zum Kotzen. Oder wir hätten, glaube ich, sogar durch die Kathedrale aus ins Schloss gehen können. Durch den Geheimgang nochmal zurück quasi. Hätten wir jetzt zumindest die Bomben dafür gehabt. Ah, sehr interessant. Wir schießen also auch über Gras hinweg. Mit diesen Laserstrahlen, das... Ist gut zu wissen. Uiuiui, der hat das Bein abgeschossen, der Kerl. Zum Glück haben wir ihn noch rechtzeitig selbst ausgeschaltet. Das war wieder mal präventives Abschlachten. Und ich glaube, wir nehmen einfach diese Abkürzung, um nicht an den ganzen Wachen vorbeilaufen zu müssen. Denn hier sind wir richtig. Die Brücke. Und das Tor, das einfach offen steht. Geile Sicherheitsvorkehrungen. Geile Sicherheitsvorkehrungen. Aber okay, ich beschwere mich nicht, denn so kommen wir wesentlich einfacher hier rein. Easy peasy Gegner stellen sich uns im Weg. Das sind nämlich die ganz normalen Fuzzis, die wir dagegen auch schon gekämpft haben. Und ich würde mal sagen, wir gehen jetzt direkt erstmal in den Geheimgang hinein. Die Folge wird also etwas länger. Denn wir werden auf jeden Fall heute noch Arganim bekämpfen. Und die Folgeschäden daraus mitnehmen. Oh, warte mal, was? Oh, okay. Gut, ja. Dann wird die Folge vielleicht doch gar nicht mal so lang, wie ich es bereits befürchtet habe. Denn wir können nicht mehr den Geheimgang öffnen, was schade ist. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir jetzt da noch... Da müssen wir wirklich über die Kathedrale da rein, wie es aussieht. Wäre auf jeden Fall auch der kürzere Weg, also beschwere ich mich da gar nicht mehr so drüber. Ja. Passt. Gut. Uiuiui. Ich darf euch einfach gern mitten in der Folge. Ja, wir sind jetzt also auf dem Weg, die liebe Zelda zu retten. Dafür müssen wir natürlich nach oben. In dem Bereich, den wir noch nicht betreten haben, denn er war bisher verschlossen für uns. Jetzt natürlich mit dem Masterschwert können wir das Siegel brechen und zu Arganim vordringen. Und wenn ich mich nicht täusche, müssen wir dafür hier raus. Ja, sehr schön. Hier sind wir auf der Spitze des Schlosses und da ist es, das böse Siegel, und wir durchstoßen es. Bam. Einfach weg. Sehr spektakulär. Keine Bumsens und Blitzens und sowas. Dafür sind wir jetzt im zweiten Teil, im etwas schwierigeren Teil des Schlosses, wie vielleicht auffallen dürfte. Naja, so viel schwerer nun auch wieder nicht. Schwieriger. So. Wir können die Dinger einfach ganz leicht aus der Ferne schalten. Meine, ja. Er ist wirklich ein bisschen zu einfach, aber seht erstmal, was passiert, wenn ich den ersten Treffer einstecke, was zwangsläufig noch passieren wird. Dann ist es nämlich nicht mehr ganz so einfach. Das hier macht es auch nicht gerade einfacher, dass ich nicht sehen kann. Ah, so eine Kacke. Macht denn solche Räume? Könnte fast meinen, die Leute hätten gewusst, dass es ein bisschen zu einfach ist, ohne Hindernisse hier durchzurennen. Ich hätte mir einfach mal so knallhart, absichtlich, Hindernisse in den Weg gelegt. Das ist ja eine Frechheit. Das Schöne ist, wir lösen hier Rätsel dadurch, indem wir einfach einen Stein verschieben. Und dadurch den nächsten Weg freischalten. Es ist ein kleiner Irrgarten, man kann kaum was sehen. Könnte sich natürlich einfach diese Lampen hier anschalten. Aber die gehen mit der Zeit ja auch wieder aus. Deswegen halte ich das persönlich für ein bisschen verschwendete Magie. Und so kommen wir eigentlich auch ganz gut zurecht, ne? Das ist nicht nur der große Irrgarten. Ich glaube, wir müssen zu der Truhe da. Da ist ein Schlüssel drin für die Tür unten.
Gerade habe ich noch gesagt, es ist nicht der große Irrgard und dann gehe ich den falschen Weg. Perfekt. Gut, alles zu meinem Plan. Euch glauben zu lassen, ich wäre zu blöd zum Spielen. Hey, der Schlüssel. Habe ich es doch gesagt. Ich wusste es sofort. Natürlich wusste ich das, die ganze Zeit schon. Ich meine, ich kenne auch alles auswendig in diesem Spiel. Ich meine, wer kennt es nicht? Ich hier. Den Anfang häufig gespielt, aber irgendwie, wie gesagt, nie durchgespielt. Habe ich, glaube ich, am Anfang schon zugegeben. Überhaupt das Spiel nie durchgespielt. Nie komplett. Dazu fehlte mir aber die Zeit, die Lust, beziehungsweise eigentlich eher die Zeit. Irgendwie. Oh, das habe ich aber gekonnt abgewehrt, den Pfeil. Habt ihr das gesehen, diese krassen Matrix-Moves, die ich hier drauf habe? Okay, jetzt wird es langsam ein bisschen gemein hier. Ich sehe nämlich nichts. An die kann man ganz gleich runterfallen. Das ist doch böse. Das ist doch pure Boshaftigkeit, diese Räume, die sie mittlerweile hier gestaltet haben. Aber ein Strubi-Stropani, der lässt sich von sowas nicht aufhalten. So, ich sag doch, der erste Treffer kommt. Ey, der ist immer noch nicht. Hört auf mich. Sag mal, könnt ihr mich mal treffen? Ihr macht es mir ein bisschen zu einfach hier gerade. Okay, ich beschwere mich lieber nicht. Ich glaube, es kommt gleich noch was Böses. Auf jeden Fall ist die ewige Dunkelheit schon mal weg. Okay, hat auch geklappt. Ja, gut so, Strudel. Selbst mit dem Masterschwert kannst du den Zauberer nicht bezwingen. Finde einen Weg, seine böse Magie auf ihn zurückzuschleudern. Okay, vielleicht mit dem Masterschwert? Wow, okay. Hier muss ich kapitulieren. Die waren etwas zu heftig für mich. Okay. Hat geklappt. Sehr schön. Puh. Dass ich hier mal... Dass ich, oh Gott. Gut. Gut. Achso, ich wollte gerade sagen, da komme ich doch gar nicht rein. Aber natürlich komme ich hier rein durch die Töpfe durch. Haha. Sehr schön. Hat auch geklappt. Oh Gott. Jetzt wird's gemein. Das ist jetzt, aber das war jetzt ein gemeiner. Oh, es ist ein böser Raum. Meine Herren. Aber auch den. Ha, gekonnt. Ich begraust gerade vor mir selbst, dass ich das hier schaffe. Oha. Ah, oh, wie gemein. Wie gemein. Ach, und die droppen jetzt keine Herzen oder was? Oh, das ist ja... Das ist ein arschiger Raum. Also wirklich. Das war jetzt ein gemeiner Raum. Da konntest du ja gar nicht anders, als getroffen zu werden. Durch deren blöde Pfeile. Die sie irgendwie schießen oder dass man sie sehen kann. Na super, jetzt komme ich geschwächt beim Endboss an. Ja, na geil. Aghanim, du Mistkerl. Oh la la, Strudel. Schön, dass du gekommen bist. Ich habe auf dich gewartet. Endlich kann ich Zelda vor deinen Augen verschwinden lassen. Sieh genau hin. Noch. Siehst du sie in ihrer ganzen Anmut, aber nicht mehr lange, Kleider. Oh,
Sagane, du Mistkerl! Na bitte! Damit ist das Siegel der sieben Weisen endlich gebrochen! Nun wird es nicht mehr lange dauern. Du hast zwei Sätze hintereinander mit Nun angefangen. Ist das dein Ernst? Für eine Scheiße ist das denn? Ich habe ein bisschen zu viel gelacht. Moment. Nun wird es nicht mehr lange dauern, bis das Böse in Highwall seinen Einzug hält. Nicht einmal der Held der Legende kann uns jetzt noch aufhalten, denn die goldene Macht ist mit uns. Mach's gut, Kleiner. Ja, Agani ist weg. Ich komme nicht hinterher. Können wir aufhören. Boah, scheiße. Und was du? Ich weiß natürlich, was zu tun ist. Haha. Da ist er, der Mistkerl. Oh la la! Du möchtest mich zu einem Duell herausfordern? Nichts lieber als das? Okay, jetzt wird's lustig. Agani. Oh Gott, schaffe ich den? Nope. Gut zu wissen. Oh Gott. Ja, da habe ich natürlich den falschen Strahl zurückgeschossen. Wir müssen natürlich aufpassen, was für einen Strahl er schießt. Bevor wir ihn zurückschlagen. Den hier können wir zurückschlagen. Ist so ein typisches Zelda-Endboss-Muster. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Ist eigentlich irgendwie fast jedem Spiel gibt es so einen Endboss. Ah, dieser scheiß Blitz, ey. Den kann man auch echt. Kann man den vorhersehen? Ich weiß es nicht. Dieser Blitz ist echt böse. Ich weiß nicht, wie man den vorhersehen soll. Ja, scheiße. Das war eher nicht so der Treffer. Irgendwann schießt er, glaube ich. Okay, warte mal. Ich glaube hier. Okay, da bin ich erstmal ausgewichen. Ich weiß halt immer nicht, ob er seinen Blitz schießt oder nicht. Okay, jetzt hat er ihn geschossen. Man kann ihm theoretisch ausweichen. Aber ich glaube, immer wenn er da steht, macht er einen Blitz oder irgendwas anderes Böses. Wow! Komm mal runter! Oh lala! Das war einem wahren Helden würdig! Aber so schnell gebe ich nicht auf! Attention! Ich werde dich nun in die Schattenwelt verbannen! Nein! Nein, 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 was tust du? Strudel! Kannst du mich hören? Ich bin... zu dir spricht. Der Ort... stehst... eins, das... ist die Stadtwelt, in der das... Oh, ich habe voll schlechten Empfang. Das Böse regiert. Der Zauberer scheint das Siegel der Weisen gebrochen zu haben. Damit schuf er am Eingang der Burg eine Verbindung, durch die das Böse der Schattenwelt in die Lichtwelt eindringen kann. Nur wenn die goldene Macht zurückgewonnen wird, ist die Lichtwelt zu retten. Auch musst du sieben Mädchen befreien. Sie sind in Nachfahren der sieben Weisen. Ihre ererbten Kräfte werden dir bestimmten helfen. Sie werden in den Verliesen der Schattenwelt festgehalten. Gehe zuallererst zum Palast der Dunkelheit. Du bist die einzige Hoffnung. Erfülle den Wunsch eines alten Mannes. Bitte! Und damit
beginnt das eigentlich wahre Spiel. Von der wirkliche Teil von The Legend of Zelda A Link to the Past. Das, was wir bisher erlebt haben, diese drei Tempel, war eigentlich nicht mehr als Tutorial. Es war der einfache Teil, der langweilige Teil, der normale Teil. Jetzt kommt die Parallelwelt, die Schattenwelt und verfickte Kacke, diese Musik. Ah! Mm. Ja! Die Folge ist an dieser Stelle leider vorbei. Ich hoffe, sie hat euch soweit gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Aber die Musik, die genießen wir nochmal ganz kurz. Ich sag, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.